heute wird es mal wieder richtig gruselig, denn ich werde euch die heftigsten Minecraft-Grusel-Bauhacks zeigen, die ihr jemals gesehen habt. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, damit ihr keinen Hack verpasst und stellt sicher, dass ihr jetzt ein Like dagelassen habt, denn dann beginnt euer Wochenende richtig gut. Starten wir doch sofort mit diesem allerersten Bauhack. Und zwar brauchen wir dafür erstmal einen wunderschönen Armor-Stand, aber ich bin auch in der Bedrock-Edition unterwegs, denn hier haben wir die Möglichkeit, den Armor-Stand in bestimmte Positionen zu bringen und das werden wir auch für diesen Hack benötigen. Deswegen seht ihr schon, ich bringe ihn erstmal in diese Position hier. Und davor stellen wir noch einmal 4 Armor-Stands auf. Also einfach so, alle müssen in eine Richtung zeigen. Und warum kann ich die hier nicht dazwischen platzieren? Ah, jetzt geht's komischerweise. Okay, irgendwie backt das ein bisschen herum. Auf jeden Fall sieht es jetzt erstmal ganz normal aus, nichts Besonderes. Deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen gruseliger. Und zwar kommt erstmal jetzt hier... Ach man, jetzt habe ich wieder die Position verändert. Und zwar kommt hier erstmal ein Zombie-Kopf drauf und einmal eine Netherite-Rüstung, weil das sieht schon so... Alleine das hier sieht schon viel, viel besser aus als davor. Aber Leute, natürlich, das ist noch gar nicht fertig. Hier kommen dann noch einmal 4 Steve-Köpfe drauf, die auch einfach so gucken. Das ist auch noch ganz normal aus. Dann müssen wir diesen Armor-Stand erstmal hier gegen pushen. Also einfach hier einen Block platzieren, hier der Pisten hin und dann wird er schon dagegen gepusht. Das gleiche machen wir noch einmal in diese Richtung. Hier wieder einen Pisten hin und dann wieder hier einmal einen Redstone-Block hin. Und so haben wir ein wenig die Position verändert. Denn was wir jetzt machen, ist, wir platzieren hier noch einmal 2 Stonebrick-Blöcke, eine Kette und diese Kette wird jetzt einmal durch die Köpfe der Steves durchgeschossen, wenn man es so nennen kann. Da ich jetzt logischerweise nicht die Kette einfach hier platzieren kann, upsala, Kollege, gib das wieder. Ey, so, muss ich das ein bisschen anders machen und zwar werde ich jetzt, das wollte ich eigentlich noch gar nicht machen. Und zwar werde ich jetzt hier einmal die Kette über den Köpfen platzieren, also so. Und jetzt kommt einmal hier noch dieser Pisten hin, der so nach unten zeigt, an allen Stellen allerdings, so. Und das pushen wir jetzt einfach in die Köpfe rein. Zack, das sollte eigentlich funktionieren, genauso wie wir sehen, Kette geht hier einfach jetzt durch den Kopf durch. Zack, 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 zack. An allen Stellen machen wir das. Und jetzt ist das einfach schon ein ganz cooler Anblick. Und wir verändern auch noch einmal die Armor-Stand-Position ein wenig, da das so gerade noch ein bisschen langweilig aussieht. Also von jedem würde ich sagen, verändern wir die einfach ein bisschen anders. So, so, so. Alles ein bisschen anders halt, damit das auch noch interessanter aussieht. Und jetzt schnappen wir uns noch einmal einen Crafting-Table, packen hier Lederrüstung rein, gemeinsam mit Farbe. Hä? Okay, ich glaube anscheinend muss man das in der... Nein. Oh, ich dachte schon, ich mach's kaputt. Anscheinend muss man das, glaube ich, in der Bedrock-Edition so machen, dass ich hier Wasser reinpacke, dann das graue Farbmittel mir nehme und das einmal hier drauf haue. So. Genau, und jetzt kann ich die Sachen färben. Genau, und das ziehen wir nämlich unseren Steves jetzt einmal an. Ah, jetzt habe ich schon wieder die Position verändert. Ist ja auch halb so wild. Es geht ja einfach nur darum... Ach, nee, komm, gib den Crafting-Table... Ey, Kollege, gib den... Kannst du mir den Crafting-Table wiedergeben? So, es geht ja einfach nur darum, um zu zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man das hier fertig hat. Und ich denke mal, Leute, das ist doch schon bislang ein ganz gutes Ergebnis. Ich mache jetzt hier nochmal den Boden ein bisschen schöner, damit das jetzt hier auch der Umgebung angepasst wird, weil ich finde, so ein Grasboden zu dieser Atmosphäre, das passt meiner Meinung nach nicht wirklich. Und so sieht es aus, nachdem ich den Boden ein wenig verändert habe. Hier kann man das Ganze ja theoretisch nochmal ein bisschen anzünden. So hat man noch eine viel krassere Atmosphäre erschaffen. Also Leute, das sieht doch schon super, super gruselig aus, oder? Der nächste Bauhack hat es allerdings auch ordentlich in sich. Wir sind immer noch in der Bedrock-Edition unterwegs und wir müssen dafür erstmal eine kleine Tribüne aufbauen. Deswegen schnappen wir uns auch erstmal so 2 Stufen, beziehungsweise so Treppenblöcke. Und dann bauen wir auch schon die Tribüne auf, denn ich habe es wahrscheinlich schon gerade hier auf dem Foto gesehen. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr krasse Sache hier. Aber ihr werdet es gleich sehen, Leute, wenn es dann auch fertig ist. So, so sieht dann unsere Tribüne erstmal aus. Überhaupt nichts Besonderes, ich weiß, Leute. Und in die Mitte platzieren wir einfach mal ein kleines Loch. Denn was wir aufbauen, ist ein, ja, ein Galgen, kann man das so nennen? Ja, doch. Es ist ein Galgen. Deswegen müssen wir auch erstmal hier quasi das Gerüst aufbauen. Deswegen habe ich mir auch hier diese Cobbled Deep Slate Wände geschnappt. Und daneben kommen dann noch einmal diese Dark Oak Fence Gates. In die Mitte kommt dann noch ein Dark Oak Fence Gates hin, sodass es hier verbunden wird. Und hier unten platzieren wir nämlich noch eine Trapdoor. Und in diese Trapdoor kommt dann einmal ein Hühnchen herein. Das können wir dann einfach ganz easy spawnen. Dann kommt hier drüber auch schon, na,
einmal Trapdoor. Eigentlich soll das Hühnchen hier nicht rauskommen. Deswegen muss ich das Ganze jetzt hier schnell zumachen. Zack, da haben wir es schon zu. Und jetzt können wir nämlich hier uns die Leine schnappen. Das Ganze hier anleinen an dem Hühnchen. Einmal hier anleinen. Das Ganze zumachen und hier oben ranpacken. So haben wir nämlich ein cooles Seil erschaffen. Jetzt benötige ich noch einmal einen ganz bestimmten Kopf, den ich mir geben kann über den Command-Block. Ich denke mal, das sollte auch funktionieren, oder? Ja, anscheinend geht es doch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, ich kann mir auch eigene Köpfe geben in der Bedrock-Edition. Geht anscheinend nicht, deswegen machen wir das jetzt anders. Und zwar platzieren wir hier einfach mal den Armor-Stand. Und dieser Armor-Stand, der muss dann so mit den Händen nach vorne zeigen. Das war, glaube ich, schon der Command davor. Genau dieser hier. Und dann packen wir einfach mal den Kopf hier dran. Und wir ziehen diesem Steve jetzt einfach mal ein bisschen Rüstung an, damit es auch noch so aussieht, als wenn es ein normaler Spieler wäre. Hier kommt dann ein Barrier-Block drauf über diese Trapdoor. Und hier hauen wir dann den Block weg. Und jetzt sieht es einfach mal so aus, als würde der Spieler dort hängen. Das Ganze würde natürlich noch krasser aussehen, wenn der Spieler jetzt einen blutigen Kopf hätte und sowas. Und das Ganze hier kann man auch nochmal zudecken. Dann sieht das auch nochmal ein bisschen realistischer aus. Aber Leute, falls es vielleicht doch eine Methode gibt, wie man hier eigene Köpfe in Minecraft einfügen kann, in der Bedrock-Edition, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Aber, sind wir mal ehrlich, das sieht doch trotzdem immer noch richtig, richtig cool aus. Beim nächsten Bauhack werden wir einfach mal Giant Alex in Minecraft aufbauen. Das ist gar nicht mal so schwierig, denn in der Art und Weise sieht es auch super gruselig aus. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal hier neben auf, denn zuallererst benötigen wir hier so zwei schöne Smooth Stone Slabs. Und direkt darüber kommen dann auch schon Concrete Terracotta Blöcke. Und ihr seht schon, aktuell sieht das noch ein bisschen komisch aus. Deswegen würde ich das so machen, dass man zwei Smooth Stone Slab Blöcke übereinander packt oder entweder so macht, dass das halt so, ja, so ein bisschen schwebend aussieht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich so ganz gut. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Dann kommt hier Lime Terracotta noch dazu und das wird dann quasi so die, das T-Shirt. Sieht meiner Meinung nach schon sehr, sehr nice aus. Und hier kommen dann auch noch einmal die Hände dazu. Aber wie gesagt, jetzt beginnt der interessante Teil. Der Kopf wird nämlich gigantisch. Und zwar platzieren wir jetzt hier Black Concrete Blöcke übereinander. So, um genau zu sein. Und daneben kommen dann auch nochmal ganz normale White Terracotta Blöcke hin. Auch das gleiche nochmal auf diese Seite. Allerdings links auf jeden Fall 3 und rechts auch auf jeden Fall 3. Und wir simulieren so eine Art Bluteffekt, indem wir jetzt hier noch Blut hinmachen. Also mit Red Terracotta. Und natürlich soll Giant Alex auch sehr, sehr gruselig schauen. Und das erzielen wir, indem wir hier auch nochmal Augen platzieren und das Ganze hier nochmal mit White Terracotta manteln oder verschönern. Kann man das so nennen? Also aktuell sieht es noch nicht ganz cool aus. Deswegen sind wir ja noch dabei und verschönern das Ganze nochmal mit orangener Wolle, denn die kommt jetzt auch nochmal ins Spiel. Und das muss jetzt hier überall so ein bisschen verteilt werden, denn das ist ja auch so ein Erkennungsmerkmal von Giant Alex. Deswegen geht es jetzt hier einmal ab nach oben. Wir müssen auch gleich nochmal die ein oder anderen Blöcke weghauen, aber auf den ersten Blick finde ich das schon mal gar nicht so schlecht. Also bislang bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, Leute, das ist noch nicht fertig, denn jetzt kommen noch einige Red Terracotta Blöcke und Red Concrete Blöcke sowie rote Banner ins Spiel. Die müssen wir jetzt hier querbeet verteilen, damit wir, wie gesagt, so einen blutigen Effekt herstellen können, als würde Giant Alex einfach mal am Bluten sein. Also ich muss sagen, das sieht schon sehr, sehr gruselig aus, obwohl es noch gar nicht fertig ist, denn der Feinschliff kommt ja gerade noch. Und zwar hier, wie gesagt, auch nochmal alles schön mit Red Concrete und Terracotta ausfüllen. Und jetzt packen wir hier sogar noch einmal ein paar Banner rüber, denn so erzeugen wir nochmal einen viel, viel besseren Effekt. Das gleiche gilt natürlich auch hier für die rechte Seite. Alter Schwede, wie nice sieht das denn bitteschön aus, Leute? Einfach mal ein Giant Alex in einer blutigen Variante. Ich finde gerade, wenn man das Ganze hier nochmal so ein bisschen schön ausschmückt mit solchen schönen Torches und jetzt hier vielleicht auch noch so ein paar Gewitter runterströmen lässt, dann sieht das Ganze schon wirklich cool aus. Also ich finde es richtig cool. Schreibt mal gerne euren Lieblingsbauhack in die Kommentare. Lasst jemanden finden, ein Like da, lasst ein Abo da und checkt gerne hier nochmal das letzte Video ab, denn das war wirklich richtig cool. Cool, Leute.